Hallo, mein Name ist Barbara Fischer. Und mein Name ist Chantal Köppel. Wir arbeiten beide an der Deutschen Nationalbibliothek an der Öffnung der gemeinsamen Normdatei in der Arbeitsstelle für Standardisierung. Die GND hat ihren Ursprung in der bibliothekarischen Erfassung. Die Normdatei enthält Datensätze zu Personen, zu Körperschaften, also zu Vereinen oder Unternehmen, zu Geographika, Länder, Städte oder auch Berge, zu Sachbegriffen, zu Werken der Literatur, Werken der Musik, aber auch Bauwerke und zu Konferenzen. Die Datensätze stehen und entstehen immer in Bezug zu Kulturgut und zu wissenschaftlichen Sammlungen. In den Datensätzen sind aber nicht immer alle erdenklichen Fachinformationen enthalten, sondern immer gerade so viele Merkmale, dass man die Person oder ein Werk zweifelsfrei identifizieren kann und von dem anderen unterscheiden kann. Aber wozu braucht es denn eigentlich Normdaten? Ja, mit Normdaten möchte man zuverlässig Klarheit schaffen. Denn Normdaten repräsentieren und beschreiben regelbasiert Entitäten mit dem Ziel der Begriffsnormierung. Sie bieten damit ein kontrolliertes Vokabular für die Datenerfassung und erleichtern damit die Recherche durch eindeutige Sucheinstiege und Filtermöglichkeiten. Sie vereinfachen auch die Vernetzung unterschiedlicher Informationsressourcen untereinander und mittels maschineller Auswertung ist dann auch eine Analyse der Daten und ihre Visualisierung der Analyse möglich. Schließlich unterstützt die GND auch die Anwendung der Fair Data Principles und damit Linked Open Data. Die GND kann man kostenlos nutzen. Sie steht unter einer freien Lizenz, der Creative Commons Zero Lizenz. Und man kann über verschiedene Schnittstellen entweder einen vollständigen Datendump beziehen oder auch selektierte Datensets herunterladen.